Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend! Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. So, Autofahrer, aufgepasst. Wolfgang Schäuble will die Autobahnen privatisieren. Er will eine Fernstraßengesellschaft gründen, an der sich dann auch private Investoren beteiligen können. Das heißt, langfristig wird es dann nicht mehr einfach die A31 nach Ostfriesland geben. Da gibt es dann den Behrensen Apple Highway. Oder den Carsten Maschmeyer Zubringer. Oder natürlich das Zalandoer Kreuz. Und ich prophezeie, es wird das passieren, was meistens passiert bei Privatisierungen. Die Qualität wird leiden und die Kosten werden steigen. Denn privatisieren ist ja meistens wie Mario Gomez. Teuer und schlecht. Und das wird dann konkret entweder so aussehen wie bei der Telekom. Dann hat man die Wahl zwischen Autobahntarifen, 60 Freiminuten auf der A1 oder dreimal kostenlos pinkeln am Autohof Sittensen. Oder es wird eben aussehen wie bei der Bahn. Dann gibt es die Autobahncard. Im Sommer fällt in allen Autos gleichzeitig die Klimaanlage aus. Und wenn in Stuttgart ein neuer Parkplatz gebaut werden soll, dauert es 20 Jahre und kostet 3,5 Milliarden Euro. Ist ja klar, private Investoren wollen dann an so einer Autobahn auch verdienen. Entweder durch eine Maut oder durch Werbung. Der Arsch vor ihnen wird präsentiert von Prostagut. So wird es aussehen. Und stellen Sie sich schon mal darauf ein, unrentable Nebenstrecken werden dann natürlich geschlossen. Dann wird es eine Autobahn geben von Elmshorn nach Hamburg, aber eben keine mehr in die Gegenrichtung. Ich habe ja ohnehin auf der Autobahn das Gefühl, zumindest die linke Spur ist doch schon privatisiert, oder? Doch, die gehört BMW, wenn ich mich nicht täusche. Die Politik träumt natürlich immer davon, dass durch Privatisierung alles effizienter wird, dass der Staat Geld spart. Das ist ein frommer Wunsch. Der Staat spart dann Geld und alles wird effizienter. Die öffentliche Hand wird entlastet. Man kann sparen. Gut, hier in Hamburg ist uns dieser Gedanke ohnehin sehr fremd. Hier gibt es Geld. Es ist eine reiche Stadt. Es gibt Geld im Überfluss und das merkt man auch. Die Veddel in Hamburg ist nicht gerade der vornehmste Stadtteil. Nee, kann man nicht sagen. Doch das wird sich jetzt ändern. Der Künstler Boren Burchardt hat nämlich einen grandiosen Plan für dieses Backsteinhaus. Die Fassade zu vergolden mit Blattgold, 23,5 Karat, 20 Meter hoch und, also ich schätze mal ungefähr 20 Meter und 15 Meter breit. Großartig. Das Haus bekommt einen Goldmantel. Wie geht denn das? Wir werden hier einen Steiger aufstellen, werden dann nach oben fahren und dann entsprechend Stein für Stein vergolden. Wow! Und diese goldige Idee bezahlt die Stadt Hamburg. Kostet nur 85.000 Euro. Die Lokalpolitiker sind begeistert. In einem solchen Stadtteil, wo das, die Menschen ums Überleben kämpfen, ist das halt wirklich das falsche Zeichen, so eine goldene Hauswand zu haben. Hier in einem Stadtteil, wo die Leute wenig Geld haben, da ist das eine Provokation. Wir haben mehrere Mails und wie gesagt, Anrufe bekommen, dass man einfach sagt, das gehört hier nicht her, das ist, verstehen wir nicht und das Geld könnten wir wirklich für andere Sachen besser verwenden. Ach, diese ewigen Nörgler immer. Die Kunstkommission der Kulturbehörde hat sich bei der Goldwand doch was gedacht. Es bietet einfach die Möglichkeit, dieses Viertel zu kommunizieren und zu diskutieren und darüber nachzudenken. Warum darf die Veddel kein Gold haben? Genau. Bisschen Gold würde dem Stadtteil doch gut tun. Die Bewohner freuen sich doch bestimmt. Das ist Quatsch. Nur Gold anzubringen. Was soll das? Ich soll mal die 85.000 Euro in die Warmwasserleitung setzen. Wenn ich duschen will, muss ich 10 Minuten erstmal Wasser laufen lassen. Vergolden, oh mein Gott. Die Leute wollen kein Gold? Was wollen sie denn? Eine Rolltreppe am Bahnhof. Bitte was? Das ist der häufigste Wunsch ist, am Bahnhof der Rolltreppe. Oh nee, die Leute haben keine Visionen, wie Boren Burchardt. Ich würde ganz gerne die gesamte Veddel vergolden. Oh, und was würde das kosten? Ich habe es mal durchgerechnet sozusagen, aber auch nur annähernd. Bei 6 Millionen würde man liegen. Ich glaube, es wäre gar nicht so viel für den ganzen Stadtteil.
Überhaupt nicht. Die Elbphilharmonie ist fertig. Da hat Hamburg wieder Geld für neue Projekte mit Strahlkraft. Ein Film von Martina Hauschild. Es ist ja lang gestritten worden im Vorfeld des Grünen Parteitags. Soll dieser Mann wirklich eine Rede halten? Wollen wir ihm das erlauben? Passt er zu uns? Am Ende haben sich die Realos durchgesetzt. Winfried Kretschmann durfte reden. Warum auch nicht? Ja, ich meine, inzwischen ist alles möglich. Man muss halt seine Werte flexibel gestalten. Aber das können die Grünen doch. Ja? Und ein Höhepunkt des Parteitages war der Auftritt von Daimler-Chef Dieter Zetsche. Den hatte Cem Özdemir organisiert, nach dem Motto, weg mit den Berührungsängsten, weg mit den Denkverboten und vor allem nicht immer so ängstlich sein. Mit Angst brauchst du Windeln, ich brauch keine Windeln. Richtig, er braucht keine Windeln, Schluss mit dieser Angst. Wir sind doch alle erwachsene Menschen, ja, wir sollen uns auch erwachsen verhalten, da hat Mr. Pupswindel völlig recht. Ich meine, vielleicht ist das ja der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Mercedes könnte in alternative Energien investieren, in Windräder zum Beispiel. In grüne Autos investieren Sie ja schon. Mehr als 10 Milliarden fließen in den nächsten Jahren in den Ausbau unserer Elektroflotte. Bis 2025 bringen wir damit 10 neue Elektroautos auf den Markt. 10 Autos, nicht 10 Modelle, 10 Autos. Und das ist eigentlich schon krass am Markt vorbei produziert. Verkauft kriegen die davon nur 6. Passenderweise begann der Parteitag ja am 11.11. Ich vermute auch genau um 11.11 Uhr. Und die Jeckengrünen hatten sich auch ein wirklich saulustiges Motto überlegt. Ja, wir bleiben unbequem. IKEA hat angerufen, es will den Werbespruch für seine Stühle zurück. Aber wie unbequem die Grünen auch heute noch sein können, das demonstrierten einige während der Rede von Zetsche. Sie pusten jetzt Seifenblasen gegen Zetsche. Seifenblasen gegen Zetsche. Kann man sich was Härteres vorstellen als Seifenblasen? Da haben sie es ja mal wirklich gegeben. Ja, bäm, nimm das. Wir bleiben unbequem. Passender gewesen wäre natürlich das Motto, wir bleiben unkonkret. Denn was die politischen Ziele angeht, wird man aus den Grünen immer noch nicht so richtig schlau. Damit auch der kleine Mann versteht, was da besprochen und beschlossen wurde, haben wir ihn einfach mal hingeschickt. Ich bin der kleine Mann. Hallo. Heute auf dem Parteitag der Grünen. Früher war das mal eine Partei mit Biss. Aber heute? Wollen die Grünen beim nächsten Bundestagswahlkampf jetzt wieder endlich in den Bundestag einziehen? Wir sind ja ganz gut vertreten und das wollen wir und noch mehr. Ja. Ah, Sie sind schon im Bundestag. Nee, ja. Was war mir irgendwie nicht aufgefallen? Das mit der Opposition war irgendwie nicht so Ihr Ding, ne? Opposition ist auch eine ganz feine Sache. Was ist denn euer größter Erfolg in der Opposition? Das ist schwierig. Das ist die Frage, die ihr jetzt da bin ich überfragt. Wir haben den FCKW-freien Kühlschrank durchgesetzt. Das ist schon sehr lange her. Cool, Kühlschränke. Dass die mit solchen Ideen nicht das Land regieren. Warum sollte denn der kleine Mann heutzutage Grünen wählen? Das ist unser Problem. Und im letzten Wahlkampf haben wir, wie ich finde, zu viel gewollt und schlecht erklären können. Stand da an Infoständen mit so Excel-Tabellen und habe probiert, den Leuten zu erklären, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Versteht aber keine Sau dann, ne? Genau. Ich verstehe auch nicht, wieso die Flower Power Partei mit der CDU-Kanzlerin flirtet. Ich glaube, bei den Grünen gibt es schon einen Konsens darüber, dass wir eine relativ gute Bundeskanzlerin haben. Nun geht ja Frau Merkel gut finden und in der Opposition sein eigentlich nicht so gut zusammen, oder? Ja, das Problem ist natürlich, dass das die große Koalition. Ne? Das ist blöd, ne? Ein Freund von mir, der Johannes, der sagt, er kann die Grünen nicht mehr wählen. Das ist für ihn so eine spießige Öko-FDP geworden. Also ich denke, spießig sind wir nicht. Na dann. Und womit gehen die auf Wählerfang? Bestimmt mit der Vermögenssteuer, die Sie gerade beschlossen haben. Ja, aber ich würde es nicht jetzt thematisieren im Wahlkampf. Sondern nach der Wahl dann, oder? Wir haben eine starke Förderung. Einfach mal noch ein bisschen warten. Okay. Erstmal vielleicht gewählt werden und mitregieren. Und dann erstmal mit dem Thema warten. Warum sollte der kleine Mann denn die Grünen wählen? Weil wir einfach ehrlich sind. Okay, Humor haben die ja.
aber das habe ich auch. Was ist grün und funktioniert beim Wähler? Ich weiß nicht, was? Ich weiß auch nicht. Also, für die Grünen sehe ich schwarz. Aber ich bin ja auch nur der kleine Mann. Danke, Jakob Leube und Julian Amerschi. So, eine Woche ist es jetzt her. Eine Woche ist es her, dass die ganze Welt abends ins Bett gegangen und morgens neben Donald Trump aufgewacht ist. Und es war leider nicht der Suff. Und wenn ich einen Satz schon jetzt nicht mehr hören kann, dann ist es ja richtig nicht auf. Wer sagt denn, dass Clinton besser gewesen wäre? Ich sage das. Es war für mich keine Wahl zwischen Pest und Cholera. Es war eine Wahl zwischen Pest und Nagelbettentzündung. Und wofür haben sich die Amerikaner entschieden? Für Pest, Cholera und Syphilis gleichzeitig. Dieser Präsident Trump wird per Executive Order, also per Präsidentenerlass, sehr vieles im Alleingang bestimmen können. Er hat den Kongress auf seiner Seite. Er kann neue Richter am Supreme Court benennen. Und er hat leider absolut keine Ahnung. Und wenn ich sage, er hat keine Ahnung, dann ist es jetzt keine satirische Übertreibung. Dann meine ich damit, er hat keine Ahnung. Jetzt wurde berichtet, Obama habe beim bisher ersten Treffen mit Trump am vergangenen Donnerstag erkannt, dass der Republikaner mehr Orientierung brauche als gedacht. Noch nicht eingeschult, aber schon Förderunterricht, 7. Stunde. Den Angaben zufolge schien der künftige US-Präsident überrascht von der Breite des Aufgabenspektrums. Gleiches habe für sein Team gegolten. So seien sie sich nicht bewusst gewesen, dass der gesamte Stab des Präsidenten im West Wing mit dem Ende der Amtszeit Obamas ausgetauscht werden müsse. Wir hatten noch keine Ahnung. Das muss das doch mal jemand sagen. Die Trump-Administration muss 4.000 Stellen neu besetzen. 4.000 Stellen. Und das Team, das Trump jetzt vorgestellt hat, lässt ja das Schlimmste befürchten. Bei einem Quereinsteiger wie Trump erwartet man ja zumindest mal ein frisches, neues Team mit unkonventionellen Ideen, oder? Nun, Stabschef soll Reince Priebus werden. Der hat seine gesamte Karriere im Prinzip nur bei der Republikanischen Partei gearbeitet und kennt alle und jeden in Washington. Aber er gehört natürlich nicht zum verhassten Establishment, ist klar. Dann die umstrittenste Personalie, Stephen Bannon, der betreibt die rechte Verschwörungsnachrichtenseite Breitbart, ist Harvard-Absolvent übrigens, ja, weiß man vielleicht gar nicht, war früher Investmentbanker, gehört natürlich auch nicht zur Elite. Trumps Schattenkabinett beinhaltet so illustre Leute wie Sarah Palin, die den Unterschied zwischen Nord- und Südkorea nicht kennt. Und als Umweltminister ist allen Ernstes Myron E. Bell im Gespräch, ein Lobbyist, der von der Kohleindustrie bezahlt wird und der leugnet, dass es den Klimawandel überhaupt gibt. Tja, liebe Trump-Wähler, ihr wolltet frische Gesichter? Das sind taufrische Leute. Wenn man sonst viel mit Obduktionen zu tun hat. Ne? Schön verarscht worden. Und wir leider mit. Schuld an dieser verheerenden Wahl sind ja die Linksliberalen. Das ist jetzt klar geworden. Ne? Die Linksliberalen in ihrer Blase, die sind schuld, die den Kontakt zur Realität verloren haben. Die müssen endlich mal lernen, den normalen Leuten zuzuhören. Den Menschen, die es okay finden, fremden Frauen in den Schritt zu fassen. Hey, das muss doch möglich sein. Das muss man auch mal respektieren. Normale Menschen sind so, die haben halt auch kein Problem mit Rassismus, die haben keinen Bock auf Klimaschutz und die finden es völlig in Ordnung, sich öffentlich über Behinderte lustig zu machen. Das ist das wahre Leben. Das ist der Style der Gegenwart. Und das wird sich durchsetzen. Sie haben keinerlei Berufserfahrung und den Wortschatz eines Dreijährigen. Aber ich mache euren Saftladen great again, weil ich nämlich der geilste Typ der Welt für den Job bin. Sie haben den Job. Ja. Früher hatte ich Probleme, eine Arbeit zu finden. Aber das ist vorbei. Ich trumpe jetzt. Und dich? Lass ich in den Knast sperren. Wie bitte? Also früher gab es mit meinen ausländischen Nachbarn immer nur Ärger. Die haben draußen gegessen, die Kinder haben draußen gespielt. Manchmal flog sogar ein Ball rüber. Aber jetzt ist alles wunderbar. So, die Mauer ist fertig. Ich trumpe jetzt. Billig war das Ganze aber nicht. Na, ist egal. Schicken Sie die Rechnung an Herrn Abdullah von nebenan, der zahlt das. Oh, was sagst du? Früher hat mich nie jemand mitgenommen. Kein Wunder, Trampen ist ja auch was für Loser. Ich trumpe jetzt. Hi. Wo soll's denn hingehen? Ins Weiße Haus. Ja, steigen Sie ein. Alle 11 Minuten wird ein normaler Mensch zum Arschloch. Haben Sie mir da gerade in den Schritt gefasst? Ja. Na, dann fahren wir mal los, ne? Entdecke auch du den Trump in dir.
Danke, Tobias Döll und Tim Grunendahl. Donald Trump, der große Donald Trump, hat er jetzt gesagt, dass er nur einen Dollar will. Er will nur einen Dollar für die Arbeit als Präsident, einen Dollar im Jahr. Ich biete ihm das Doppelte, wenn er doch noch verzichtet. Aber ich weiß auch, warum er da jetzt kein normales Präsidentengehalt haben möchte. Ich denke, das liegt daran, dass er seit Jahrzehnten keine Steuern gezahlt hat und er überhaupt keinen Bock hat, sich da jetzt wieder reinzufuchsen. Ja, dieses ganze Steuersystem ist ja wahnsinnig kompliziert, diese ganzen Fragen, was kann man absetzen? Kann er seine Frau als außergewöhnliche Belastung zum Beispiel geltend machen? Zählen die House of Cards Staffeln zu den Werbungskosten dazu? Es ist kompliziert. Wenn er einen Atomkrieg auslöst, muss er darauf dann Vergnügungssteuer zahlen und so weiter. Das ist wahnsinnig komplex und ein Euro, ich nehme nur einen Euro, klingt natürlich super. Es ist eine total populistische Idee, es klingt total bescheiden. Es heißt natürlich im Umkehrschluss, er wird von seinen Firmen leben in der Zeit, in der er Präsident ist. Und andere Präsidenten haben das strikt getrennt, um mögliche Interessenskonflikte zu vermeiden. Trump natürlich nicht. Interessenskonflikt, das Wort kennt er gar nicht. Es gibt halt seine Interessen und die werden erfüllt. Also wo soll da ein Konflikt sein? Ne? Schon jetzt steht fest, Donald Trump ist der beste Präsident, den Donald Trump jemals hatte. Und die Rechtspopulisten in Europa freuen sich ja auch sehr über diese Wahl. Die AfD in Berlin hat anschließend getwittert, wir sind Präsident. Frauke Petry und Marine Le Pen sind völlig aus dem Häuschen. Trump ein super Typ. Sie haben auch kein Problem mit sexuellen Übergriffen. Allerdings sollte dieses Recht weißen Männern vorbehalten sein. Also ich weiß nicht, berichtigen Sie mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich habe das Gefühl, Populismus ist der Megatrend unseres Jahrzehnts. Und damit Sie mitreden können, sagt Ihnen unser Experte Heinz Strunk jetzt alles, was Sie wissen müssen. Nach dem Erdrutschsieg von Donald Trump scheint der weltweite Siegeszug der Populisten unaufhaltsam zu sein. Erdogan, Le Pen, Orban, Petri Wilders haben sich zu einer Front zusammengeschlossen. Gesamtleitung Beatrix von Storch, das Fabelwesen der AfD. Halb Mensch, halb Storch. Aber was heißt Populismus überhaupt? Emotionen statt Fakten. Und einfach ist das Neue kompliziert. Gecheckt? Ob richtig oder falsch, spielt beim Populismus erstmal keine Rolle. Es muss nur gut klingen. Zum Beispiel, du bist ein Herrscher. Denn du gebietest über Milliarden, über unzählige Milliarden eigener Körperzellen. Das sind Milliarden von Mitarbeitern. Interessant, frisch, anders. Das macht Mut, vor allem den Verlierern der globalisierten Welt. Oder? Handeln kommt von Hand und nicht von Maul. Sonst würde es nämlich Maulen heißen. Und was meint die AfD zum Thema Populismus? Die besseren Töpfe stehen auf den hinteren Herdplatten. Genau, denn auf den hinteren Herdplatten stehen die sogenannten Kotelettdeutschen. Kotelettdeutsche, so nennt man feiste Fleischberge, die nichts sind, nichts können, nichts leisten und dem Staat die Haare vom Kopf fressen. Ihr Motto, ich, jetzt, haben, haben, haben. Liebe Kotelettdeutsche, denken Sie daran. Wer selbst keine Ziele hat, arbeitet automatisch für die Ziele anderer. Bock drauf? Eben nicht. Für alle, die sich nicht länger verarschen lassen wollen, habe ich eine brandneue Partei gegründet. Name S-H-A-A-D. Strunk hasst alle außer dir. Durch den sympathischen Rechtschreibfehler fühlt sich auch der einfache Mann auf der Straße angesprochen. Und die klangliche Nähe zur NSDAP ist durchaus beabsichtigt. Folgen Sie ab sofort dem charismatischen Führer Heinz Strunk. S-H-A-A-D. Die Mega-Ideologien der 30er und 40er und das Dümmste von heute. Das Programm ist ebenso einfach wie knackig. Coach dich selbst, sonst coacht dich keiner. Ein rollender Stein setzt kein Moos an. Was ich nicht kenne, muss weg. Glaube an Grenzen und sie gehören dir. Wie finden Sie so ein Programm problematisch? Ich nicht. Denn wer das Wort Problem untersucht, stellt fest, dass Pro ja eigentlich für heißt. Probleme sind also für uns gemacht und nicht gegen uns. Sonst hießen sie ja Antibleme. Da sollten Sie mal drüber nachdenken. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend. Vielen Dank, Heinz Strunk.
Da hat er recht. Ich glaube wirklich, meine Damen und Herren, was man aus der aktuellen Entwicklung lernen kann, ist Folgendes. Wir haben die Kraft der Argumente überschätzt. Für Populisten sind Argumente nur Emotionen ohne Gefühl. Und was wir jetzt brauchen, ist konsequenter Populismus von links. Es ist ja nicht so, dass sie das nicht könnten, die Linken. Ja? Ich schlage vor, SPD, Grüne und Linkspartei legen sich diesmal schon vor der Bundestagswahl auf ein gemeinsames Bündnis fest und versprechen dann gnadenlos das Blaue vom Himmel. Und wenn es wirklich richtig bescheuert wird, dann würde ich sogar mitmachen. Ich würde mich wirklich engagieren im Wahlkampf. Ich würde mich an die Spitze der Bewegung setzen. Leute, wenn wir gewinnen, dann wird das Gesundheitssystem gratis sein. Und jeder darf sich seine Krankheiten selber aussuchen. Wäre das was? Wir versprechen 2 kostenlose Kita-Plätze pro Kind. Finanzierbarkeit interessiert uns nicht. Ich sage Ihnen, es wird wundervoll. Oh, es wird so wundervoll. Ihr werdet begeistert sein. Ich verspreche es euch. Wenn wir gewinnen, dann müssen Superreiche mit Hartz-IV-Empfängern die Bankkonten tauschen. Das machen wir einfach. Und noch was, wir arbeiten das ganze Jahr. Ausgerechnet am Tag der Arbeit ist frei. Ist doch verrückt. Wir werden es umgekehrt machen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und noch was, Banker. Ja, wer mag denn schon Banker? Banker werden ausgewiesen. Ressentiments gegen Minderheiten sind ganz, ganz wichtig. Ich meine, jeder hasst Banker. Und das Geile ist, selbst wenn wir die Banker diffamieren, die wählen uns am Ende trotzdem. Weil wir die cooleren Inhalte haben. Es wird so wundervoll. Es wird ein großartiges Land sein. Ich verspreche euch, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Kiffen wird legal sein und an jedem zweiten Wochenende sogar Pflicht. Wir werden die Kirchensteuer abschaffen und die Religion durch richtiges Opium ersetzen. Wir werden eine Mauer um Carsten Maschmeyer herumbauen und bezahlen wird Veronika Ferres. Lasst uns Deutschland wieder groß machen. Lasst uns Deutschland wundervoll machen und sehr, sehr groß. Und lasst uns die AfD ganz klein machen. Gemeinsam können wir es schaffen. Vielen Dank. Sorry, ich habe mich etwas gehen lassen. Weiter geht's mit Abgehakt. Die Woche aus Sicht der Nachrichten. Guten Abend. Meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. So, hier marschiert die Pegida für den Erhalt des St. Martins-Umzugs. Und dafür muss ein anderer Martinsumzug umziehen. Die Kleinen im Kindergarten Storchennest in Fürth freuen sich schon seit Tagen auf den Umzug. Tja, Pech. Die gewohnte Tour mit St. Martin und den Laternen ist zum ersten Mal überhaupt leider nicht möglich. Und welche Leuchte hat sich so blendend entschieden für diese Schreihälse statt dieser Schreihälse? Die Stadtverwaltung. Wir haben nicht bedacht, dass am 11.11. abends in der Innenstadt von Fürth mehrere Laternenumzüge stattfinden. Am Martinstag, wer konnte auch damit rechnen? Egal, die Grünschnäbel jedenfalls dürfen aus Sicherheitsgründen ihre Laternen nur einmal um die Kirche tragen. Sicher ist sicher. Guck dir die Typen noch mal an. Moin, Bock auf Stillstand? Gönn dir das geilste Geduld-Game ever. Wahnsinn in Schleswig-Holstein. Die haben jeden Tag irgendwas. Such den Zug der Nordostseebahn Richtung Sylt. Es wurde gesagt, hier fahren Züge ab. Ja, wo sind die Züge denn? Kein Schwein hier. Und finde dann einen Platz. Furchtbar. Ach, lieber nicht. Unglaublich. Nächstes Level, Deutsche Bahn in Richtung Flensburg. Knackt das Rätsel um den Schienenersatzverkehr. Busse fahren schon gar nicht, Bahnmitarbeiter stehen nirgendwo, Reisezentrum ist auch nicht geöffnet. Folge den Hinweisen. Jetzt steht genau, wieder jetzt erfährt. Früher war also Zug entfällt. Jetzt zum Gleis. Ich auch. Nervenkitzel pur, denn auch wenn ein Zug kommt, meine Fresse hier doch. Bitte nicht einsteigen. Meine Fresse. War sonst noch was? Ach ja. Und haben Sie ihn heute Nacht auch gesehen? Den größten Mond? Den Supermond. Und morgen möchten wir hier Ihre schönsten Aufnahmen vom Supermond zeigen. Das heißt, schicken Sie uns einfach Ihr Foto. Gerne. Hier aus Hamburg, Flensburg, Hannover, Itzehoe, Lübeck, Wismar, Eckernförde. Abgehakt von Sine Wiegers. Habemus Papa, meine Damen und Herren, endlich haben wir ihn gefunden, einen neuen Bundespräsidenten. Der kommende Bundespräsident heißt Frank-Walter Steinmeier.
Ja, so viel Abenteuer muss schon sein. Die Begeisterung kennt keine Grenzen. Auch hier, ich merke, das Studio eskaliert. Es wird parteiübergreifend gejubelt. Ja, dieser Name Steinmeier elektrisiert alle. Zum Beispiel auch hier den Chef der Grünen in Schleswig-Holstein. Aber gut, nun ist es Steinmeier. Ja, jeder zeigt die Begeisterung so, wie er es kann. Es war ja ein langes Ringen. Die CDU hat eben keinen eigenen Kandidaten gefunden. Alle haben abgesagt. Lammert hat abgesagt. Bouffier hat abgesagt. Den hatten sie natürlich auch mal gefragt, tatsächlich. Ne? Es haben so viele abgesagt. Von der Leyen hat auch abgesagt. Ich hatte am Ende Angst, Merkel fragt Bruno Labbadia. Dann war auch Annegret Kramp-Karrenbauer im Gespräch, aber die kann im Ausland keine Sau aussprechen. Also ich meine, Annegret Kramp-Karrenbauer, das wäre auch nicht gegangen. Ich habe gehört, Merkel hat nachts schon heimlich Zettel in Berlin an die Laternen gehängt. Hier. Job zu vergeben, gut bezahlt mit frei Essen und Wohnen und spannenden Dienstreisen. Voraussetzung, graue Haare und Mann. Bitte im Kanzleramt melden, nach Mutti fragen. Steinmeier, sogar die CSU hat ihre Zustimmung erklärt zu Steinmeier. Ich meine, was soll jetzt noch schiefgehen? Ich meine, klar, auch die CSU hatte keinen eigenen Kandidaten, weil Krusty der Clown noch bei den Simpsons ist. Franz Beckenbauer die Kohle zu mickrig war und Horst Seehofer zu unberechenbar gewesen wäre. Viele sagen, das ist nun ein Zeichen, dass die Union geschwächt ist. Das ist doch Quatsch. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, für Merkel war das eine ganz verständliche Aktion. Es war Schadensbegrenzung. Lieber mit Abstand vor der Bundestagswahl Steinmeier zum Bundespräsidenten machen, als nochmal 4 Nachmittage mit Sigmar Gabriel und Horst Seehofer verbringen zu müssen. Henry Sperling, Jens Böttcher und Carsten Deutschmann haben die anstrengende Kandidatensuche noch einmal Revue passieren lassen. Hallo, Ruhe, unser Chef Frau Merkel möchte was über den nächsten Bundespräsidenten sagen. Keiner von den bisherigen Schwachmaten-Kandidaten wird den Zonenpfaffen als Prisi beerben. Hab noch mal eine Nacht intensiv mit einer Pulle Korn über die ganze Sache nachgeratzt. Mich deucht, Hochhol vergoren wollen das Präsidentenamt fortan selbst ausübeln. Da bin ich total überqualifiziert für. Wir vergeben die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme stattdessen an einen von euch Dusseln und machen einen spontanen Test. Sind wir dazu nicht viel zu blöd? Wird ja wohl irgendeiner hier sein, der bei so einem scheiß Grillfest mit Putin eine Pulle Shampoos aufschrauben und blöde in die Kamera lachen kann. Ich will Präsident werden. Du gehst nicht, weil du das mit dem Flasche aufschrauben nicht hinkriegst. Hier, ich hab sogar schon mal eine ganze Armee rumkommandiert. Dann geht dein Test so. Was würdest du in deiner Antrittsrede machen, um sowohl die Pegida-Nazis als auch das linke Krawallmacher-Gesocks im Volk abzuholen? Da würde ich gar nichts machen, um die abzuholen, weil die sowieso nicht alle in mein Auto passen. Das ist so arm, du hast den Job, Uschi, aber im Schloss Bellevue kannst du trotzdem nicht wohnen. Was? Warum das denn nicht? Da ist so eine voll geile goldene Bronzebadewanne drin, die brauche ich für mich und meine 40 dressierten Feuerquallen. Jetzt weiß ich, warum das so lustig in meine Bauchnabel gekribbelt hat, als ich letztes Mal bei dir gebadet habe. Applaus bitte. Jetzt geht es weiter mit dem Medienmagazin ZAP. Das sollten Sie nicht verpassen. Die Kollegen berichten heute über sogenannte Embedded Reporter, also Journalisten in Kriegsgebieten. Bleiben Sie dran. Bis nächste Woche.